Der Mittelrhein-Pokal wird nur noch mit Regional- und Drittligisten zu Ende gespielt. Nun kommt es also zu der zusammengelosten Partie zwischen Bergisch Gladbach und Alemannia Aachen. Der Sieger wird auf den FC Wegberg Beek treffen und Helge Hohl hat heute die Chance, Historisches zu erreichen. Die Bergisch Gladbacher kamen im Pokal noch nie über das Viertelfinale hinaus. In der letzten Saison war übrigens im Achtelfinale Schluss. Damals hieß der Gegner Alemannia Aachen. Nun also die Hoffnung auf die Revanche. Aachen in Gelb von rechts nach links mit Feysulahu Lobban. Klasse Hechtparade des 30-Jährigen. Bergisch Gladbach offensiv variabel heute im 4-1-4-1 mit Haider und Odagaki. Landsmann Uccino grätscht noch dazwischen. Gute Chance für die besseren Hausherren. Mamutovic. Super Steckpass für Hill, baut Tempo auf. Was für ein Lauf von Patrick Hill. 1:0 für Bergisch Gladbach. 71 Minuten sind vorbei, das wettbewerbsübergreifend erste Tor in dieser Saison für den Rechtsaußen. Und das war so überragend gespielt. Mamutovic mit dem Klassepass, er gewinnt das Laufduell gegen Heinze problemlos. Und der Schuss ist für Mross schlichtweg nicht zu halten. Kurz darauf ist der Arbeitstag von Patrick Hill vorbei. Für ihn kommt Lunga in die Partie. Wir sind inzwischen in der 90. Minute. Aydogan beim Freistoß schnell ausgeführt. Und auf einmal ist Müller vollkommen frei. 1:1, das gibt es nicht. Marco Müller muss nur noch einschieben. Lohmann und Bergisch Gladbach auf dem falschen Fuß erwischt. Das Spiel war doch eigentlich schon vorbei, aber der schnell ausgeführte Freistoß bringt Bergisch Gladbach ins Wanken, zumal Müller wahrscheinlich sogar noch im Abseits stand. Enorm bitter für Helge Hohl und Co. Jetzt muss sich die bessere Mannschaft aus den ersten 90 Minuten doch noch einmal zusammenreißen. Und Aachen hat jetzt Blut geleckt. Damani im Abseits der Mittelstürmer. Wieder Aachen mit Rüther, Dursun, er kämpft sich den Ball, alles regulär und auf einmal wieder die Konterchance. Lunga, Koruk, der Stürmer rennt und rennt. Super Auge wieder für Lunga, was macht der denn da? Das muss der Treffer für Bergisch Gladbach sein, ist er aber nicht. Wieder Rüther, abgefälscht der Ball, im Rückraum wartet, Falaya, 1:2, Alemannia Aachen. Und sie werden es mir nicht glauben, das Tor fällt in der 120. Minute. Was für eine irre Geschichte, was für ein irres Tor vom eingewechselten Oluwabori Falaya. Das Tor war ein super Abschluss, aber es war auch unfassbar viel Glück in der Entstehung dabei. Und es bleibt tatsächlich am Ende beim 1:2. Alemannia Aachen ringt Bergisch Gladbach nieder. Wir hören den Kapitän bei Freddy Sehner. Sehr emotional, beide Situationen. Und ja, einfach geil. Und das müssen wir jetzt mitnehmen in die nächsten Spiele. Nun kann Alemannia Aachen erneut ins Pokalfinale einziehen. Der Gegner heißt Wegberg Beek.